Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Truck und Logistik Simulator. So, jetzt machen wir was, wo ich mich die ganze Zeit schon drauf freue. Ich hoffe, das geht auch noch. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ein Leergewicht von 8170 Gramm und Anhängelast sind maximale 26.000 Kilo. Ich glaube, mit dem ist Schwertransport nicht so günstig. Obwohl, aber ist ja in der Art auch. Aber was ist denn dann beim nächsten eigentlich? Wo sehe ich denn, was hier Schwertransport ist? Weil ist ja bei dem auch nicht. Und da ist 26.000. Ja gut, okay, dann wird das keine Rolle spielen. Müssen wir doch mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. So, wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Beziehungsweise, ob wir so weit fahren müssen, weiß ich ja nicht. Weil mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. So, das sieht doch schon mal schick aus. Jawohl, da müssen wir hin. So, dann fahren wir da auch mal hin. Und dann gehen alle Gizmos an, ja. Alle Leuchtis. Und mal gucken, ich hoffe, die Automission, also beziehungsweise der Autoauftrag, der Auto hängt. Ja, er ist noch da. Sehr schön. So, 10.000 hat man hier. 13.000 haben wir hier. Fahren wir jetzt nur Pickups? Das wäre jetzt echt mal das, was ich gerne wissen würde. Ob wir jetzt nur Pickups fahren. So, was zählt jetzt hier aber unter Heavy? Weil guck mal, das sind ja auch schon 17.000. Das müsste ja auch schon ein Schwertransport sein. Normalerweise. Genau wie das. Das müsste ja auch ein Schwertransport sein. Eigentlich. Aber was zählt? Hier, das sind 19.000 Gewicht. Ich habe keine Ahnung, was hier das hier. Zeigen wir ja für alles, ja. Ja gut, dann kommt aber nicht mehr viel. Dann kommt nicht mehr viel. Los, wir machen jetzt den hier für 13. Da müssen wir bestimmt zwar ein Stück fahren, aber es ist ja egal. Ich werde auch gemütlich fahren. Ich mache jetzt hier keinen Heckmeck. Weil ich will schon, dass das hier ordentlich ankommt. Jawohl. Und nu? Senke? Was? Ach so. Ach so, das muss ich auch noch machen. Okay, cool. Jetzt war ich verwirrt. Ich muss das also... Ach, geil. Das ist ja nice. So, okay. Das muss ich also auch noch selber machen. Warte mal, das hätte man bestimmt besser von hier gesehen. So. Ja, ja, gut, wir fahren jetzt nur Pickups. Sind jetzt auch nur zwei, aber es macht ja nichts. Das ist bestimmt geil aus der Innenperspektive. Okay, da kam noch einer. Sind nicht nur zwei. Sind noch ein paar mehr. Stehen wahrscheinlich immer nur zwei da. Ach, lass mich raten, halt, das ist, die Rampe ist offen, oder? Nee, guck mal, die ist nicht offen. Will die Ladung jetzt aber auch nicht so beschädigen. Sind schon schöne Autos. Was sind das für welche? Da ist wie Ford. So ein bisschen. So, dann fahren wir jetzt da mal hoch. Yay, 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 yay. Ui, 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 ui. Und hinten angedotzt. Er springt aber von dem Auto ins nächste. So, da müssen wir jetzt bestimmt dann erstmal hochfahren wieder, wenn der jetzt fest ist. Und dann gehen unten bestimmt auch nochmal zwei, drei drauf. Oh, bisschen hinten angedotzt. Aber na gut, okay. So, dann müssen wir jetzt hochfahren. Warte mal. So. Fahren wir jetzt hoch. Und klappen das Ganze auch noch. Nach oben aus. Jawohl. Nice. Guck mal, wie das geht. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt eine blöde Position hier, wenn das Auto davor steht. Also jetzt hätte man auch ein bisschen schicker machen können. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich mag das ja eigentlich. Boah. Also ich werde es jetzt auch mal probieren. So, pass auf, guck mal. Den versuchen wir jetzt mal so drauf zu fahren. Und ich sehe das schon, dass es jetzt in die Hose geht. Ich könnte ihn noch rückwärts drauf fahren. Ich habe hier auch eine Rückfahrkamera, weil man hier nicht sieht. Oh yeah, oh nice, oh yeah. Wann muss ich anhalten? Jetzt, okay, gut. Dann starten wir die Engines. Alter, ehrlich jetzt. Da steht mein LKW hier, wenn der Hänger da vorne steht. Was ist denn das für ein Blödsinn?
ist ja mal voll hohl. Weil der steht übelst weit weg. Wenn er jetzt da drüben gestanden hätte, hätte ich ja nichts gesagt, aber das ist ja übel. So, halt falsch das da. Achso, warte mal, ich hatte doch hier. Ah, guck mal. Geilo. Jawohl. Gut, das macht es nicht wirklich einfacher. Aber ich kann immer hinten einen Hänger anhängen. So, und los geht's. Aber wartet mal, wir werden vorher noch schnell was machen. Ja, ihr wisst, ich kann mir das nicht nehmen lassen. Wenn ich schon mal so eine schicke Perspektive habe, dann nutze ich das auch. Ja, das ist doch... Wäre jetzt andersrum bestimmt noch ein bisschen geiler, aber wir machen das jetzt so rum. Stück zurück. Achso, Licht noch an, ne? Sieht bestimmt auch noch gut aus. Da! Mega cool. So, okay. Krasikowski, da fahren wir jetzt eine Runde. Wie weit müssen wir jetzt fahren? Ich sehe es nicht genau. Irgendwas mit 7 oder 8. Also ob das jetzt eine 7 oder eine 8 ist, weiß ich gerade nicht. Halt, ich bin schon wieder vorbeigefahren. Ja toll, die Rücken. Jetzt bringt die Rückfahrkamera natürlich richtig viel. Aber guck mal, es geht doch so. Sollte ich mir vielleicht für nachher mal merken. Wenn ich das Teil jetzt hier dann abstellen muss. Oder beziehungsweise wenn ich am Zielort bin. Schon wieder zu weit zurück eigentlich. Aber komm, der kommt hier rum. Der kommt hier rum. Jawohl, der kommt rum. Aber zählt das jetzt schon unter Schwerlast? Also jemand, der sich damit auskennt, müsste mir das ja sagen können. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass das unter Schwerlast zählt. So gar nicht. Ja, die Spiegel sind natürlich echt grottig. Nur für mein Verhältnis. Da bin ich eindeutig Besseres gewöhnt bei Spiegeln. Also sorry, aber ich meine, hier ist der Fokus wahrscheinlich mehr auf das Verladen und das Fahren gelegt. Und meinetwegen auch noch das Abladen bei manchen gewissen Sachen. Also bis jetzt sind es ja bloß Steine, die man abkippen darf. Ich meine, wenn ich die Autos jetzt auch noch abladen müsste, wäre das auch cool. Dann würde sich das nämlich von der ganzen Sache her schon besser rentieren. Also da muss ich sagen, da ist ETS echt mal Vorreiter. Die Spiegel sind ja ganz okay. Aber die da drüben sind ja richtig grottig eingestellt. Kann aber auch an der Sitzposition liegen. Da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen. Aber ich habe jetzt nichts gesehen, wo man hier noch seine Sitzposition ändern könnte irgendwie. Kann nur das Mausrad drehen. Rechte Maustaste hier drückt halten, da passiert gar nichts. Da bist du wie fest. Das ist halt schon... Achso, ich werde mal die andere Hand bemühen, wenn ich sie jetzt mit der Maus nicht brauche. Dass sicher das Klicken nicht so da ist. So. Ich wollte ja eh nicht so schnell fahren, davon mal abgesehen. Ich habe ja gesagt, ich reiß mich zusammen. Das ist ja immerhin eine wertvolle Fracht, die wir fahren, nicht? Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. So, genau. Dann könnten wir uns jetzt mal, beziehungsweise mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Das sind jetzt 13.000. Und mir fehlt ja noch, also beziehungsweise mir fehlt jetzt nicht irgendwas, aber der Kipper ist ja auch noch ganz interessant. Wir können hier jetzt auch Kipper fahren. Geht ja genauso. Man müsste bloß eine Baustelle finden und das ist ja das Gelbe. Warum kommt der dort nicht aus dem Arsch? Hau ab. Also für 80 ist es trotzdem ganz schön schnell, ey. Ohne Scheiß. Jawohl. So, wir könnten noch mal kurz tauschen. Ja, na klar, jetzt ist die Maus vorne. Das war bestimmt wegen der letzten Position von der Kamera noch. Sieht aber auch. Weil gut, da muss ich jetzt wieder sagen, da ist hier Truck- und Logistik-Simulator ein bisschen Vorreiter. Weil bei ETS sehen die anderen Fahrzeuge nicht so geil aus. Nicht ganz so geil aus, bis auf die anderen Trucks. Muss ich sagen. Aber da ist ja auch mehr Fokus auf den Truck gelegt. Das ist ja hier zum Beispiel auch schon wieder ganz anders. Also man kann es ja eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ich möchte es ja auch gar nicht, um Gottes Willen. Ich spiele ETS genauso gerne. Und fahren wir mal eine Runde. Mit irgendwelchen Transporten. Das Einzige, wo ich da nicht so richtig grün mit wäre, das ist halt bei den Schwertransporten. Da bin ich überhaupt nicht so
quasi drin. Was eigentlich auch schade ist, weil bei ETS macht das auch richtig Spaß mit den Schwertransporten. Ich konnte einen mal fahren, da war mein LKW dafür ausgelegt. Und das war von, ich glaube, das waren nicht mal 100 Kilometer. Da waren wir die größte Strecke Autobahn. Und dann war der Rest rechts, links und dann wieder da. Also es war nicht wirklich fett. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war so ein Flügel für so ein Windrad oder was das war. Keine Ahnung. Oder was, Boot? Irgendwie sowas. Das ist schon eine ganze Ecke her. Weil mittlerweile gibt's ja Schwerlasttransporte bei ETS. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Macht aber auch dementsprechend viel Spaß. So, aber wir sind jetzt hier nicht bei ETS, wir sind ja bei Truck und Logistik Simulator. Ich versuche ja auch bloß die Kilometer zu überbrücken mit irgendeinem blöden Gelaber. Tja. So, ist auch manchmal gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich könnte mir endlich mal den Wunsch erfüllen. Ich meine, gut, wir haben jetzt erst Folge, ich glaube, 10. Ist das jetzt schon Folge 10? Das müsste Folge 10 sein. Das geht ja noch. Bei manchen Spielen dauert es ja noch länger. Also wenn ich überlege, wie lange ich jetzt, ich weiß, ich fange jetzt schon wieder mit ETS an. Wie lange ich bei ETS gebraucht habe, um mir einen eigenen LKW zu kaufen, das ist ja echt schon der Hammer gewesen. Da ist das ja quasi hier noch ein Klacks. Bis du hier mal zu einem LKW kommst mit 73.000 Grundausstattung oder was auch immer. Muss ich jetzt wieder abbremsen oder was ist jetzt hier Phase? Hab ich jetzt hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung verpasst? Dann mal gucken. Also es sieht selbst, also wenn ich jetzt in den Rückspiegel gucke, da ab und zu mal rüber blinzeln tue, das sieht schon echt geil aus. Also die Spiegel sind schon cool, aber die sind auf der anderen Seite, müssten sie ein bisschen mehr, ja gut, wenn man jetzt die Reflexion berücksichtigt, hier versinkt alles so ein bisschen im Boden, das ist auch nicht so geil, aber geht es ja wie gesagt auch mehr ums Fahren, als wie um das andere. Also geht das eigentlich auch schon wieder klar. So, ich gehe mal davon aus, wir sind hier. Ja, wir sind in der Ortschaft, also bleibe ich mal unter 50. So, das wird jetzt lustig hier an der Ampel. Mit dem Hänger hier rumfahren. Das wird witzig. Und der kommt erstmal hier um die Ecke gefeuert. So, das Blöde ist, ich sehe jetzt halt nicht. Also jetzt klimpert es mal kurz wieder. Aber wir sind rum, ohne was mitzunehmen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich weiß auch gar nicht, warum die Tasten jetzt eigentlich so klimpern hier. Was ist denn hier kaputt? Unfallall oder was? Unfallall. Ich hoffe, mir kommt jetzt hier keiner entgegen. Ja, das war ja klar. Komm, bleib stehen. Ey, du Lutscher. Scheiße. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder bei Rot gefahren. So. Und jetzt muss ich aber hier schon abbiegen, ne? Also nicht hier, aber jetzt da auf den Hof muss ich doch jetzt. Ja, da muss ich hin. Okay. Das machen wir für alle, das machen wir in der Außenansicht. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt sind wir hier in der nächsten quasi Ecke, wo so eine Logistik-Ecke ist. Und keine Baustelle. Sehr schön. So, wir haben 11.000 für 7,1 Kilometer. Habe ich doch richtig geschätzt mit 7 Kilometer. So, dann haben wir zerbrechliche Ware-Zuschlag bekommen. Dann haben wir Ladebonus bekommen und einen Parking-Bonus. Also sind wir im Endeffekt bei 13.700 noch was. Okay. Sehr schön. Für was die XP sind, ich habe immer noch keine Ahnung. Müsste ich vielleicht mal eruieren, für was die XP sind. So, wir haben jetzt nur ein bisschen länger gebraucht. Wir können ja mal gucken, was hier noch ist. Mal gucken, warte mal. Ansonsten gucke ich mal. Aber da hinten ist was Gelbes in der Nähe. Das ist gar nicht so schlimm. Da würde ich da auch extra mal hinfahren. Was haben wir denn hier jetzt? Okay, hier sind jetzt nur Autotransporte. 15.000, 15.000, 13, 18.000. Das ist der Porsche, ja. Wenn das 18.000 sind. Aber gut, für 19, noch was Kilometer ist das schon, ja, das ist klar. Aber wisst ihr was, wir machen uns jetzt den Spaß, beziehungsweise ich mache mir jetzt den Spaß. Wir fahren jetzt mal zu dem Gelben dahinter. Und da können wir ja mal gucken, ob es da irgendwas mit Kipper gibt.
Das wäre schon echt nice. Oder nochmal eine andere Fracht. Weil zweimal dieselbe Ladung möchte ich jetzt auch nicht unbedingt in der Folge fahren. Ach ja, komm. Verbrötzt jetzt die rote Ampel. Ich hab's eilig. Ich hab keine Zeit, ich muss fort. So. Irgendjemand bohrt hier oder schrubbt hier irgendwas mit einem Kercher ab. Das klingt übelst komisch. Gerade. Guck mal. So, hier. Hier ist die Baustelle. Da werden noch irgendwo ein paar Steine sein, die man wegfahren darf. Ja, Kipper technisch. Oder so. Oh, wah. Gut, in der Stadt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Guck mal hier, 9000 Kleiderärste. Komm, zack. Heavy Load. Nice guy. Ach ja, und mein Encoder. Hör auf. Nicht blöken. So. Ah ja, die großen dort. Boah, fette Karre. Fette Gerät. Heilomat. Muss ich den jetzt voll machen? Weil beim letzten Mal stand ja wenigstens noch die Anzahl da, wie viel wir brauchen. Aber ich mach den jetzt bestimmt voll, oder? Das ist doch, glaube ich, der hier, der hinter mir, der neben mir steht hier. Ich muss erstmal richtig ranfahren hier. Oh ja, diese Steuerung. Das ist der Hammer. Vor allem, wenn sich die Maus damit bewegt. Ah, 10 Baum. Nein! Du sollst doch nicht rüberfallen. So, das war einer. Ups. Scheibenkleister, was ist denn hier kaputt? Jetzt ist der eh nicht drüber gefallen. Verdammt. Boah, das ist ja nervig. Okay, also darf ich nicht so weit drüber schießen. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Weil ich zähle die Vierer schon und die sind noch gar nicht drin. So. Bisschen blöd. Die Steuerung ist so eklig. Das wäre bestimmt mit dem Joystick wäre das bestimmt richtig gut, ja. Ach guck mal, da gibt es dann immer neue Steine. So, als Nachschub. Nee, du bleibst mal so. Ups, ich muss noch nach oben. Nein, schon wieder drüber gefallen. Sowas. Die Steine verarschen mich hier und nach Strich und Faden. Die verarschen mich, die Blöden. Vielleicht muss ich mich aber auch mit den XP erstmal beweisen, dass ich dann noch andere Aufträge kriege. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Also es ist nur so eine Vermutung von mir. Ich habe jetzt keine Ahnung, für was die XP sind. Aber bei ETS ist es ja quasi auch so. Jetzt fange ich schon wieder mit ETS an. Vor allem, das ist das erste Mal, dass ich in der generell in der Reihe das Spiel so stark mit ETS vergleiche, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. So, zwei hier brauchen wir jetzt noch. Dieses Schattenspiel ist aber auch so geil. Ja. Und dass die drüber geflogen sind, das kann durchaus sein, ne? Also ich meine, ich krieg ja eh nicht mehr wie drei in die Schaufel rein.
Aim haben wir noch. Nein, 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 nein. Boah, wegen Aim. Verdammt. Hallo, was soll denn das? Das ist doch nicht dein Ernst. Muss ich ja nochmal ranfahren. Ja klar, und jetzt nehme ich natürlich gleich Dreier mit. Und pass auf, die Dreier landen jetzt alle noch drin. Das wär's jetzt. Ja, ich glaube, das ist der eine, der drüber gefallen ist jetzt. Aber es kann ja natürlich sein, dass das Spiel dann sagt, gut, nee, du nimmst bloß die Zähne mit. So, siehst du? Und ich sag doch, dann fallen die drei auch rein, hä? Ist auch schon ein bisschen heftig. Ich hätte das Licht ausmachen sollen. Vor allem die Schaufel hätte runtergehen müssen. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Mache ich ja im Real Life auch nicht. Plop. Das war schon wieder einer von denen. Plop. Weißt du, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das Spiel sagt sich, nee, du nimmst bloß die 10, also kriegst du auch bloß die 10. Ja, wie viel du auflädst. Und die hier drüben liegen ja auch nicht mehr da. So. Dann gucken wir mal, ob unser LKW das schafft. Sieht zumindest ziemlich gut aus. Nicht hin. Eigentlich müsste ich jetzt hier rum. Oh Gott. Die Kurve sind wir schon mal. Ja, läuft doch. So, nicht schneller wie 50, denke dran. So, genau, super. Und da vorne müssen wir dann abbiegen. Okay, hätte ich jetzt hier auch schon machen können, aber egal. So, ich gehe mal wieder rein in den LKW. Was mir hier so ein bisschen fehlt, sind die Rundumleuchten an den LKWs. Gerade wenn du jetzt sowas wie wirklich was Schweres, Massives transportierst, was irgendwie so hier rum. So, spät haben wir's. Also wir sind bei 22. Gut, okay, ja, das könnte ich noch schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, dann enttäusche ich euch jetzt leider und mache dann die Fahrt ohne euch zu Ende. Also unter 30 geht noch kein Tempomat, ja? Unter 30. Unter 30. Also ich gehe mal davon aus, die werden wir dann auch noch abkippen müssen. Weil das war bei, das ist bei den anderen Steinen jetzt auch so. Weiß es aber nicht genau. Achso, wir hätten die Baustelle auch umfahren können, hä? Das wäre das jetzt gewesen, glaube ich. Ich glaube, wir hätten auch die Baustelle umfahren können. Wunderhübsch. So. Können wir über 50 fahren? Zumindest bis wir hier raus sind. Und dann werden wir weitersehen. Aber geil. Schön. Fett. Richtig cool. Mega nice. Könnten wir zwar noch, hätten wir zwar noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Nicht bloß die 10 Stück. Und das sind wirklich 10 Stück. Das sind wirklich 10 Stück. Bremsen! Oh. Was kommt davon, wenn man rumspielt? Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Bin aber auch mal gespannt, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Also 30, okay. Fahrbahn verengt. Und ja, ich weiß, ich fahre schneller wie 30. Hier sind 50, okay. Könnte ich eigentlich auch hier bleiben. Ne? Da steht er, der Blitzer. So, muss ich jetzt nochmal irgendwo abbiegen? Ja, ich muss hier rüber eigentlich. Muss eigentlich hier rüber. So, das wird jetzt wieder ganz spannend. Aber das schaffe ich noch, bevor der da ist. So, sehr schön. Ab zum Kollegium. Oh, boing.
Das gab nicht viel Schaden, Gott sei Dank. Hoppala. Also was ich hier gerne nicht wissen wollen würde, ist, wie es ist, wenn man Ladung verliert. Ich glaube, das will ich nicht wissen. Da ist auf gar nicht der ganze Auftrag am Arsch. Also, dahin. Oh nein, jetzt kommen wir dieses Jahr ab dem Teamkorb hier. Darf ich da wieder nicht so schnell fahren? Bremse. Sonst rutsche ich doch da. Nein. Also da finde ich die KI richtig schlau, dass sie stehen bleibt. Wenn das so eine enge Geschichte ist. Also der LKW zumindest, ich glaube ein PKW wäre da durchgerammelt. Den hätte es nicht gejuckt. Aber was ich hier schon unterwegs hatte. Klatsch, das war der Pinguin. Verdammt Axt. Ich glaube, ich muss doch weiter so fahren hier, sonst baue ich nur noch Unfälle. Ja. Muss wirklich so fahren hier, sonst baue ich echt nur noch Unfälle hier. Müssen jetzt hier rum laufen löschen stehen. So, das sieht wesentlich eleganter aus als wie das von gerade eben. Okay, also so wie es aussieht, sind es noch 3 Kilometer, ein bisschen was an die 3 Kilometer, könnte sein. Also ich gehe mal davon aus, wir werden hier oben irgendwo, ja, hier war ich ja schon mal irgendwo auf einer Baustelle. Werden wir die Steine bestimmt irgendwie abladen. Also entweder brauchen wir den Hänger bloß hinstellen, aber die liegen ja immer noch locker drin hinten. Also ich denke mal, das wird wie bei dem, wie bei dem Transporter sein. Oder halt Pritsche, dass du die Steine auflädst und dann musst du sie auch abkippen. Und dann lässt er halt den Hänger stehen. Offen. Offen. Also nach oben. Quasi. In Abkipp-Position. So. Da steht ein Pinguin drin. Der steht wenigstens oben nicht drauf. So, aber solche kleinen Fehler verzeihe ich, also das ist absolut verzeihbar. So, das mache ich lieber wieder von außen. Willst du jetzt abbiegen? Ja, du biegst ab, okay. Dann kann ich ja eigentlich. Oh, von oben kommt gerade nichts. So, dann schalten wir auch wieder um. Weil dann sehe ich nämlich bedeutend mehr. Beziehungsweise fahre ich ein bisschen anders. Ich würde fast sagen, besser. Eigenlob stinkt. Klopf, klopf, klopf. Oh, dieses Tastaturklickern. Das ist echt der Hammer. So. Ah, da könnten wir sogar bald schon da sein, wenn ich das so sehe. Ich glaube, ich muss die Kurven mal mehr außen nehmen. Oder beziehungsweise halt innen. Aber innen habe ich immer Angst, dass ich hängen bleibe. Mache ich das nicht so gerne innen. Aber das will ich machen, wenn ich Gegenverkehr habe. Da kann ich ja auch nicht sagen, ey, hör ab, ich muss die Kurve mehr außen nehmen. Obwohl ich eigentlich innen sein müsste. Das sah doch ganz gut aus jetzt. So. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, und wie gesagt, ich werde die wo abkippen müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. So, genau. Da noch rum. So. Okay.
jetzt. Okay. So, und ich halte mich mal für ein Fotofinish bereit. Ich weiß, ich habe schon eins, aber das macht ja nichts. Dann machen wir es gleich von hier. Guck mal, da kommen sie raus, geburzelt. Das können wir auch so machen, ne? Ach verdammt, ich wollte gerade noch ein Stück vorfahren, aber okay. Na gut. So, 5,4 Kilometer sind wir gefahren. Sehr schön. Und gleich noch Heavy Dried. Oder Heavy Dude habe ich jetzt noch Errungenschaft. Okay, 9000, super. Und das finde ich ja blöd, dass du den Hänger so stehen lässt. Das finde ich ja doof. Na gut, muss es nächste Mal wahrscheinlich eher schalten. Und dann mal gucken. Beziehungsweise, dann mal noch ein Stück vorfahren. Gut, Leute, ich würde sagen, das sieht aus wie eine Sprungschanze. Aber das mache ich nicht mit dem LKW. Dafür gibt es, glaube ich, die kleinen Autos. Oder den Monster Truck. So, gut, Freunde. Ich würde sagen, das soll es für die Folge jetzt gewesen sein. Ich mache schon mal den Motor aus. Ich bleibe jetzt einfach hier mitten in der Pampa stehen. Ich störe hier keinen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer ein bisschen Feedback da. Lasst mir doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Also, ja, siehst du, ich fange schon wieder so an. Ich habe es die Folge davor mal hingekriegt und jetzt fange ich schon wieder so an. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts mehr von dem ganzen Quatsch hier. Also, ich sage Quatsch in meiner Sprache. Ich mache es ja gern aus quasi leidenschaftlicher Gamer. Und ich rede schon wieder viel zu viel. Ja, gebt mir doch ein Däumchen nach oben und lasst mal, beziehungsweise lasst mal Feedback, Kommentare, konstruktive Kritik, all sowas da. Ich kann da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne, tschüss, tschaußen, ich bin raus. Bis dann.